Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog, heute mit Randy Sandy, der Fachtierärztin für Fische unseres Vertrauens. Hallo und willkommen. So, ich habe einfach mal in meinem Handy gewühlt, weil ich finde es geil, wenn wir das jetzt bildhaft alles dokumentieren und zeigen können. Und dann habe ich mal geguckt, was haben mir die Kunden in den letzten Jahren schon geschickt. Ich glaube, das hier ist schon 2 Jahre alt. Also ich glaube, der hat die weißen Beläge nicht mehr. Das war in der Innenhälterung bei 3, 24 Grad. Wachstum, ein Gimmerin Chagoy. Und dann hat er so komische weiße Beläge bekommen, die man ja kennt. Das sind keine Karpfenpocken, weil die Karpfenpocken, die tragen ja dick auf. Das ist ja mehr so, ist das medizinisch richtig, wenn ich sage gallertartig? Die Pocken, ja. Ja, die Pocken, ja. Und das ist mehr so, das sind so Flachdübel. Ja, meistens behaupten dann alle, es sei Pilz, ist es aber nicht. Also ganz ehrlich, das ist geil, geil, dass du mal Pilz sagst, ja. Also Pilz habe ich in meinem Leben, in meiner Koi-Karriere ohnehin nicht oft gesehen. Ja, doch jetzt nach dem Winter in so ganz kalten Teichen, da gibt es schon mal aber Pilz selten, oder? Ja, glücklicherweise ja. Aber im Sommer ist es eher kein Thema. Ganz selten. Ja. Früher waren sie, was haben sie immer gesagt, was sie haben? Flossenfraß und... Aber auch Quatsch, das sind alles normale Bakterien. Also nicht diese, da gibt es ja auch einen Pilz, der Flossen frisst, glaube ich. Du meinst jetzt den, der die Kiemen frisst? Das nee, ist Flossen. Kiemen und Flossen fraß. Nee. Aber Flossen und Kiemen gehören zusammen, okay. Weil die Kiemen ja für die Sauerstoffversorgung zuständig sind. Das stimmt. Und die Tiere, die schlecht mit Sauerstoff versorgt sind, die kriegen auch absterbende Flossen. Da sterben erst die äußeren Extremitäten, gell? Ja, ich sage immer, das ist der Raucher, das Raucherbein beim Fisch. Und die werden dann blau bei Sauerstoffmangel, gell? Wenn, ja, also... Häufig im Maul und Flossen, aber auch so. Also, wir haben es hier jetzt aber mit flachen, weißen Belägen zu tun, die hier auch so eine komische Struktur haben. Was ist das? Das ist ein Schleimbelag. Einfach nur Schleim? Ja. Irritierter Schleimfluss? Ja, genau. Ich denke mir immer, das ist so ähnlich wie bei uns auch. Reize für die Schleimhaut führen ja auch dazu, dass unsere Nase läuft zum Beispiel. Und unsere Schleimhäute reagieren ja auch auf Reize ganz unterschiedlich. Aber wieso ist es dann so fleckenmäßig? Weil mir läuft ja auch nicht nur ein Drittel von einem Nasenloch. Ja, weil das sind eben Stellen, wo eben die Haut reagiert. Warum das so ist und warum diese Flecken da sind, kann ich auch nicht beantworten. Aber da hätte ich jetzt, das ist wie wenn man, ich sag mal, Nesselzucht oder sowas bekommt, da kriegt man die Flecken ja auch nur an gewissen Stellen und nicht überall. Man kann es da auch schlecht beantworten, warum, ne? Aber es ist eine Reaktion auf Reize, die auch von allein wieder weggeht und natürlich mit Salzbädern auch ganz günstig beeinflusst werden. Bei welchen kann. Temperaturen kommen die am häufigsten? Von warm ins kalt, von kalt ins warm. Also der Unterschied macht genau, das Gift. Genau, es sind immer irgendwelche Sachen, Gewitter oder viel Futter oder wenig also Futter. Also Umweltstress ganz in, genau. In irgendeiner Form. Richtig. Trifft es bestimmte Varietäten? Ja, also alle einfarbig braunen Karashi, Ochiba, und natürlich Chagoy und ihre Verwandten, sagen wir es mal so. Behandlung, 0,6 Salz und gleichmäßige Bedingungen. Ja, man kann auch mal ein Kurzzeitsalzbad machen. Das reicht meistens schon, um den Fisch wieder auszugleichen und in seine Mitte zurückzubringen. Und ein Fisch, der dazu neigt, zeigt er das sein Leben lang immer wieder? Ist das dann so ein Indikator-Koi für Stress oder dass irgendwas im Teich schiefgelaufen ist? Ich glaube gar nicht, dass das tatsächlich für alle Tiere im Teich gilt. Ich denke, das sind die Varietäten, wirklich genetisch, die einfach da reagieren. Es sind mehr so individuelle Zeichen von, dass irgendwo was nicht so ganz... Und gibt es eine Differentialdiagnose, dass man sagt, aber jetzt habe ich ein anderes Bild, das dem sehr ähnlich ist und das dann aber kritisch sein kann? Im Prinzip sind es alle Kolumnaris-Bakterien-Infektionen auf der Haut. Also man sollte es, wenn es aufkommt, jetzt nicht sagen, ja, der Kamera und die Lechleiter, die haben da in dem Block Nummer 6513 gesagt, alles halt so wild, ein bisschen Schleimfluss, sondern man soll es dann auch schon abklären. Ja, also vor allen Dingen, wenn es nicht wieder weggeht. Wie schnell soll das weggehen? Innerhalb von 1, 2, 3 Tagen ist es wieder weg normalerweise. Oha! Okay.
Und wenn es bis dahin nicht verschwunden ist, dann... Dann wäre es ganz gut, dass man... Hallo Frau Sandra Legler, kommen Sie bitte schnell vorbei. Ja, oder jemand anders jedenfalls. Was? Ich kann ja nicht überall hin. Also, aber abklären ist auf jeden Fall dann ein guter Rat. Warst du beim Friseur? Ja. Yeah. Bist schnell dran kommen. Das ist so. Jetzt wissen Sie, warum ich jetzt wissen Sie, warum ich mittlerweile alleine lebe. Solche Komplimente, nein, das erhöht den Familienzuwachs nicht. Okay. Ja. Nee, aber das sieht wunderschön aus. Das ist lieb, danke. In diesem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Blog. Ciao.